Das ist ein Prachtweiler. Ja. Camilo! Mutti! Endlich! Oh. Naja. Wie geht's? Gut. Isst du eigentlich genug? Wie geht's mit Vater? Man wird ihn nächste Woche operieren. Hat er eine Chance? Ansonsten würden sie ihn doch nicht operieren. Sobald ich kann, werde ich ihn besuchen. Mir wäre lieber gewesen, wenn er in den Niederlanden aufgenommen wäre. Es arbeitet dort ein sehr guter Lungenarzt, der auch Heinrich behandelt hat. Heinrich wer? Heinrich von Mecklenburg, der Gatte von Königin Wilhelmina. Ah ja, genau. Die arme Wilhelmina bedauert mich so. Sie findet einfach keinen guten Mann für ihre Tochter. Kein Wunder. Obwohl die Juliane doch wirklich ein richtiger Schatz ist. Und dazu klug. Aschwin, spät wie immer. Brüderchen. Und? Was machst du in so einer Montur? Auch du wirst dich daran gewöhnen müssen. Die Zeiten der SA sind bald vorbei. Das werden wir schon noch sehen. Was denn? Was, Aschwin? Ja? Halt. Komm mal. Wie geht's? Na? Gut. Gut? Gut. Ja? Man hat mir eine Stelle angeboten bei MW7 von IG Farben. Spionage? Du? Ist doch nichts für dich. Nein? Nein. Eine schöne Frau nur, die ihre Beine spreizt. Ja? Und er begeht Hochverrat. Mensch, Bernhard, du bist ein Prinz. Und kein Kerl mit einer Straßenhut, der durch ein Loch in der Zeitung lauert. Also, Entschuldigung, Onkel Julie, nichts Persönliches. Für mich war das immer ein ehrenvoller Beruf. Aschwin ist einfach nur eifersüchtig. Wenn er bald im Regen auf dem Kurfürstendamm Wache steht, speise ich mit Josephine Beker auf dem Champs-Élysées. Mutti! Liebling, sag mal, was ist mit diesem Rummel um die Ursula von Panwitz? Sie hat einen jüdischen Vater. Was hat das damit zu tun? Man sagt, Hitler habe auch jüdische Vorfahren. Ursula ist ein Nachtschwärmer. Das weißt du sehr wohl. Ein Mädchen zum Flirten, aber nicht zum Heiraten. Ja, ja. Stell dir mal vor, Bernilo. Prinz der Niederlande, du. Papa war so stolz, als Wilhelmine sich vorigen Monat nach dir erkundigen ließ. Du weißt, wer darunter leidet, dass wir nicht mehr die Rolle spielen, die uns zukommt. Wer bekommt schon so eine Chance, um Geschichte zu schreiben? Und wer sagt, dass ich die Welt nicht ändern kann, wenn ich für IG Farben arbeite? Juliane ist vielleicht nicht schön, aber hässlich. Und aufgrund von dem, was ich gehört habe, ist sie lieb und fügsam. Na also, sieh mal an. Wusstest du, dass die Oranier weltweit so ungefähr die reichste Familie sind? Stell dir vor, Bruder. Paläste, Autos, jede Menge Pferde. Jeden Morgen ein Kerl im Livret, der einem die Schuhe zuschnürt. Warum heiratest du sie nicht? Hm? Weil Wilhelmine meint, du seist eine bessere Partie. Nach unserer Information ist Juliane außerordentlich entzückt von dir. Nach diesen einen Gelegenheit, dass ich mit ihr gesprochen habe? Ich weiß, dass ich unwiderstehlich bin, aber dermaßen? Mutti, wenn ich für IG Farben arbeite, kann ich diesen Lungenarzt für Papa leicht selbst bezahlen. Dazu brauche ich keine holländische Prinzessin. Papa? Papa, hörst du mich? Der Arzt sagt, dass sie dich operieren können. Du wirst wieder gesund werden, Papa. Wirklich. Ist so. Du wirst wieder gesund, Papa. Und dann kommen Mama und dich, um mich zu besuchen. Ich gehe ins Ausland, Vater. Ich kann dort eine Menge Geld verdienen für uns. Für euch. So froh.
Mein Sohn. König von Holland. Was? Ich bin so stolz auf dich, Vernilo. Unser ältester Sohn von Oranien. Ah, wenn Papa dich bloß so noch hätte sehen können. Es kleidet gut. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, ist es mir völlig wurscht. Und genau das ist dein Problem, Brüderchen. Was interessiert dich denn eigentlich wohl? Have you met my mother and my brother Ashwin? Uti, may I introduce to you the greatest journalist in Europe, Mr. Sefton Delmer of the Daily Express. Princess Armgard, it is a great honor. But your son is, of course, mistaken. Greatest in the world, not just Europe. Sefton is one of the few foreigners to have interviewed the Führer. Ah. Have a drink with us. A quick one. I have a plane to catch. Oh. I'm off. Back to London. Nein, das ist Obersturmführer Müller. Glaubst du, wenn er der Kaiser von Japan wäre? Vernilo! Lassen Sie den Mann los, bitte. That's why I'm leaving. Things are turning ugly here, and a good deal quicker than you can imagine. All because of one little Jew. You got off lightly, Brüderchen. Also, was trinken wir? Ein Sherry? Eiskaffee? Sherry. Bier. So, what's this I hear about the Dutch expressing an interest in you, Benno? Mutti. Bernard, Liebchen. This is the first time that I've seen Mr. Delmer in my life. How did you know? It's my job. Greatest journalist in the world, remember? Well, you're wrong. I'm taking a job at IG Farben. I know. Your new boss will be Gerhard Fritzer. My God, Sefton, you do know everything. London would love it if Juliana married you. What? The Netherlands are of vital importance to the English. But why, for God's sake? Well, like I said, things are going wrong. Hitler wants the Netherlands, but with you on the throne, they won't invade. Me on the throne? Did you ever meet Wilhelmina's husband? A ninny who had to beg for an allowance? No way. So demand a dowry. They're in desperate need of you. Wouldn't you say, Princess Armgard? Queen Wilhelmina would very much like a strong husband for her daughter, not just a good father for children. Bernard, don't be so ashamed about her interest in you. Sag mir, Benno, was ist los? Ich werde Juliana verlassen. Was? Aber nein. Doch, Udi. Es ist sinnlos. Dann wirst du alles verlieren. Gib mir deine Hand. Das Schicksal, Bernilo. Deshalb zweifelst du. Glaub mir, alles wird gut gehen. Juliane ist nur besorgt, dass du zu viel Einfluss auf Trix hast. Wenn sie einen lieben Mann trifft, dem Juliane vertraut, hat sie eigentlich schon einen Freund? Nein, sie ist ziemlich wählerisch. Anders als ihr Vater also. Neffe Kasper hat mir gesagt, dass Trix auf dem Hochzeitsfest von Tatjana und Moritz einen sehr netten Mann kennengelernt hat. Zwar ein wenig älter als sie, aber wirklich sehr nett.
Kennst du die Familie von Amsberg? Warum heb je niet gezegd dat je zou komen? Zij wint of niet? Ik zet die kist aan de grond, godverdomme.